Also, was kann es mit diesem besten Team der Besten überhaupt leider aussehen? Gerade unsere ganzen Credits für neue Soldaten ausgegeben. Das wollte ich nicht. Ich habe drei, guck mal, ich habe drei bestellt, ne, und ich habe so gesehen, hä? Mein Geld ist gar nicht runtergegangen. Habe ich nochmal drei bestellt, um zu sehen, ob das Geld runtergeht. Nur leider ging das Geld nicht direkt runter. Das heißt, erst wenn man auf Zurückklick geht das Geld runter und dann hatte ich leider auf einmal nichts mehr auf dem Konto. Aber das soll uns nicht stören, weil wir kriegen jetzt natürlich $200. Hatte ich mir so gedacht. $200, ja. Okay. Ich frage mich gerade, wen wir mitnehmen. Ich will am besten erstmal Leute leveln, ne? Ich nehme am besten mal zwei Erfahrene, die sich schon entwickelt haben, mit und... Oh, wie spät haben wir eigentlich? Schon gleich 3 Uhr haben wir hier, wo ich gerade aufnehme. Komm, John Shepard nehmen wir mit. Und... den Virensack. Mit seinem netten kleinen Medikit. Bin ich damit zufrieden? Nein, warte. Warte, warte. Wenn, dann kommt der Felder auch noch mit. Sarah Kerrigan, Bruce Willis, Felder und Virensack im Kampf gegen die Aliens. Oh mein Gott, ich habe so Angst, dass meine Leute hier wegsterben wie am Fließband. Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Ich krieg total schwitzige Hände. Achtung, für die nächste Operation setzen wir sie tief im nigerianischen Hinterland ab. Nigerianischen Hinterland? Das sieht doch nicht so hinterländisch aus. Deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen da runter und alle Feinde ausschalten. Also es ist gleichzeitig Hinterland und großstädtisches Gebiet. Njong. Epische Landung-Animation. Auf dem Friedhof, schön Central, gelandet. Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Also, die wollten hier nachts auf dem Friedhof Leute, wie heißt es, entführen. Weil nachts... bei starkem Regen auch so viele Leute auf dem Friedhof sind. Da lohnt sich das richtig, Leute zu entführen. Habe ich gehört. Ist mir selbst schon oft passiert, dass ich nachts auf dem Friedhof von Aliens entführt wurde. Okay, bringen wir erstmal unsere Leute in Position. Alter, jeder Fehler. Ich muss so kacken vorsichtig sein. Und da sind schon die ersten Leute. Da sind auch schon die ersten, der erste weg. Komm schon, noch einer Feldposten. Was macht der Idiot da? Warte, wie weit kann er sich bitte schon bewegen? So schlecht bin ich jetzt auch nicht mit dem Gedächtnis, dass ich jetzt schon vergessen habe, wo der hin ist. Der bleibt am besten mal hier und geht auf Feldposten. Während der Virensack nach vorne sprintet und sich den holt. Würde er ihn sehen. Sarah Kerrigan. Passt sogar, dass sie Sniper ist, deswegen habe ich das auch so ein bisschen... ein bisschen Sinn hatte das sogar schon. Weil die war ja, ist ja ein Ghost, ein Scharfschützen-Spezialtyp. Okay. Wie gesagt, sei vorsichtig da vorne. Sarah geht nach da und dann in Deckung.
Ja, das stimmt, wir wollen nach da. Und in Feldposten. In Feldoposten. Wo ist der Sektoid hin? Habt ihr was gehört? Eine Runde Feldposten, bitte. Lass sie näher rankommen. Jetzt mal ernst. Ihren Sack, untersucht das bitte mal. Der ist einfach weg. Das ist die feige Sau. Felder, was siehst du doch? Alles wieder im grünen Bereich. Okay, sie hat nur nachgeladen. Ich wollte Feldposten machen. Hab mich aber aus Versehen verklickelt, die Diggelt. So, langsam vorrücken. Alien-Aktivität. Ja, was machen die denn da? Ich glaube, ich habe was gehört. Ja, sag, was ist da drin? In der Gruft. Gar nichts. Das wundert mich jetzt doch schon. Hey! What? Jetzt war ich schon im Feldposten. Und er trifft nicht. Du Idiot. Du Idiot. Jetzt stehen wir natürlich da ein bisschen blöd. Komm. Oh nein. Der arme Sarg. Der Viren-Sarg. Können wir schon fast sagen. Komm schon. Ein bisschen anstrengend. Du aber, oder? Gut gemacht, Bruce Willis. Ist keine Bedrohung mehr. Was ist mit dem Rest? Oh, oh, oh. Nein, er ist im Feldposten. Passt auf euch auf. Er reißt die ganze Mauer weg. In dem Versuch, Felder zu treffen. Oh shit, wie viele sind das? Man sollte so einen Counter einbauen, wie oft ich shit sage oder scheiße oder fuck. Was die da machen, bleibt ein Rätsel. Felder sieht nicht mal den Typen da. Da hilft nur eine Granate. Wallhack. Woher wusste er, dass er dahinter ist? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Okay. Feldposten. Entschuldigung. Jetzt in Deckung. Jetzt macht nichts, was ihr später mal bereuen werdet. Er steht einfach mitten auf dem Feld und macht Feldposten. Beide machen Feldposten. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Komm, Lena. Perfekter Sniper-Schnott. Snapper-Snott vor allen Dingen. Oh, pssst.
Die sind da schön im Feldposten, das gefällt mir nicht. Ich möchte auch nicht riskieren, rauszurennen. Oh nein. Apropos Deckung. Wo ist die nochmal gleich hin? Jetzt ist er natürlich auf dem Präsentierteller. So sauber. Wieder einfach ausweicht. So, jetzt wissen wir aber mit Sicherheit, dass sie nicht im Feldposten sind. Und dann können wir die einfach wegholen. Nice! Da war der Distanzschuss. Zack. Mission erfüllt. Das lief da super. Alter, läuft doch gerade. Zwei Missionen hintereinander. Okay, das waren die ersten beiden Missionen, aber ohne einen Kratzer. Ohne auch nur, dass einer von denen uns getroffen hat. Das Super Ultra, das Team der Ultrafighter, die Liga der Gerechten. Ich bin vom bisherigen Ergebnis beeindruckt, besonders wenn man die Umstände da unten bedenkt. Ja, man müsste noch so einen mit dieser rot-gelben Rüstung machen, Iron Man. Das wäre doch episch, Tony Stark. Okay, Feldos Unterstützer dieses Mal, schade. Und Virensack ist Sturmkämpfer. Ihr werft meine ganze Taktik durcheinander, Leute. Der Einsatztrupp, den XCOM nach Nigeria entsandt hat, konnte in Kano eine Entführung durch Aliens verhindern. Nigeria ist dankbar und hofft, dass die Belohnung dem XCOM-Projekt nützen wird. 200... Ja. Paragraph. 200 Credits. Panik macht sie ganz Nordamerika breit. Ich werde gebraucht. Oh, Kanada. Jedes Ratsmitglied wird Satellitenabdeckung fordern. Wir sollten den Einsatz sorgfältig planen. Oh, mal die Nachrichten lesen. Einwohner in Toronto beschuldigen Polizei und, Verwaltung, die Bedrohung durch Außerirdische in der Stadt zu ignorieren. Panik breitet sich aus. Okay, wir bauen erstmal einen kleinen Satelliten. Schicken ihn in die Luft. Noch nicht, erst in 20 Tagen. Ich wollte ja mal gucken. Einwohner von Toronto, ja, das hatten wir gerade. Schwarzmarkt brauchen wir alles nicht. Einsatzleitung. Gleich kommen die 6 neuen Soldaten, die ich aussehen. Ne, wie viele waren es? Oh oh. Raven 1. What? Das passiert manchmal aus irgendwelchen Gründen. Ups. Sorry, ich hab's übersprungen. Aber wir sehen es nicht zum. Wir werden es nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir es sehen. Wir werden nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir es sehen. Und bla 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 abgestürzt. Zentrale, hier ist Voodoo 37. Bestätige Abschuss von Boogie 001. Ich wiederhole, das UFO ist abgestürzt. Verstanden? Verstanden, Voodoo 37. Gute Arbeit. Central out. Also gut, Leute. Rekalibriert Satellit Bravo und zeigt mir ein Bild der Absturzstelle. Sie kommt jetzt in Sicht, Sir. Auf den Schirm. Vergrößern. Es ist unbeschädigt. Commander, wir sollten sofort ein Angriffsteam zur Absturzstelle schicken. Okay. Wer kommt diesmal mit? Jetzt, wo du Sturm bist, brauchst du das Medipack nicht mehr. Das kriegt nämlich jetzt Feldo. Obwohl. Ich glaube, doch Feldo kommt noch einmal mit. Aber wie gesagt, noch einen Sturmsoldaten brauchen wir erstmal nicht.
und Shepard. Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Dann mal los. Ihre nächste Mission führt Sie nach Japan. Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Sollte es dort Zivilisten geben, halten Sie sich hoffentlich fern. Oh, in einem düsteren, dunklen Wald in Japan. Einfach durch den Baum geglitscht. Alter, der Wald ist wirklich gruselig. Gab's nicht in Japan diesen einen komischen Selbstmordwald oder so? Wo jährlich irgendwie viele Menschen sich selbst umbringen? Hier spricht Big Sky. Wir sind jetzt nördlich der Absturzstelle. Strike One ist in Angriffsposition. Verstanden, Big Sky. Wir überwachen diese Signale von hier aus. Strike One hat die Erlaubnis, das Alien-Raumschiff zu stürmen. Oh oh. Gruselig. Ganz schön gruselig ist das hier. Erstmal alle so Leute ein bisschen in Position bringen. Der stimmt einfach voraus. Oh. Das erschreckt ja, wenn auf einmal dieses Gesicht von dem einfach im Gesicht von einem selber ist. Dererim, was ist das? Ein komischen Monstervogelhase. Ein Opossum. Ein fliegendes Opossum. Nur weil du viel Leben hast, musst du nicht übermütig werden, mein Freund. Oh, Snap! Ja, tolle Wurst. Das, Sarah Kerrigan. Commander Shepard gerät in Panik. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Okay. Okay. Aber ich als Commander muss einen coolen Kopf bewahren. Und Commander Shepard ist der Commander. Bruce Willis wird das schon regeln. Zack. Oh, schädiger Seeles. Was mache ich denn jetzt? Das gefällt mir nicht. Komm, Feldo. Na. Das hat natürlich Sinn, sein Manöver da. Okay. Unsere ersten Verluste haben wir zu verschreiben. What? Er steht in der Luft. Jetzt kommen die von rechts. Deswegen kommen wir lieber alle wieder zu nach hier oben. Nein, schon die ersten Verluste zu verschreiben. Unschön. Zum Glück habe ich 8 Millionen neue Soldaten angeschrieben. Bei Facebook. Eine Facebook-Party. Im XCOM-Hauptquartier. Seid bitte nicht im Feldposten. Wow, diese Trefferchance. Diese unglaubliche Trefferchance. Ich habe Angst um mein Leben.
niederhalten kann ich die leider noch nicht. Dazu fehlt mir die Fähigkeit natürlich. Nachgeladen. Du solltest nicht nachladen, du solltest Feldposten machen. Naja, egal. Kommt, nur traut euch. Aber behalt bloß die Birne unten. Um solch einen Aufprall bei dieser Geschwindigkeit zu überstehen, müssen die Materialien, aus denen die Hülle dieses Raumschiffs besteht, um ein Vielfaches widerstandsfähiger sein als alles, was wir kennen. Das hätte ich dir auch so sagen können, glaube ich. Erledigt. Sarah Kerrigan, ich kann es immer noch nicht fassen, dass sie jetzt tot ist. Gegen die Zerg hatte sie doch mal so gute Arbeit geleistet. Halt, nein, warte. Feldo geht noch hier. Bruce Willis geht da an die Tür, weil er ist schließlich der Nahkämpfer. Er ist und bleibt der Nahkämpfer. Okay. Shepard öffnet die Tür. Shepards Stimme sollte vielleicht noch geändert werden. Andernfalls ist das eine Lebensform aus fast reiner Energie. Ist ja ekelhaft. Ist ja richtig ekelhaft. Warte, wie viel? Macht maximal 4 Schaden. Okay. ...60% kritisch allerdings. Okay. Ich wollte nämlich, dass Commander Shepard den Kill kriegt. Für ein eventuelles Level-Up. Verluste. Der erste Verlust. Nur weil dieser Typ so einen Lucky Critical Hit gemacht hat, ey. Ich hasse ihn. Wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Scharfschützen. Nein. 3 Einsätze und 2 Kills gefallen. Okay, Commander Shepard wurde zum... Oh, er ist der neue Sniper anscheinend. Und Bruce Willis. Aggression. Es gibt einen 10% bessere Chance auf kritische Treffer bei Gegner im Gesicht. Maximal 30% kritische Treffer. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Verteidigung wäre ganz schön.